Gegen Ende der 80er Jahre filmt der Meeresbiologe Sam Labadie von der amerikanischen Umweltorganisation Earth Island Institute das durch Thunfischschlotten im tropischen Ostpazifik verursachte Massensterben von Delfinen. Deren Fangmethode hat in 30 Jahren rund 7 Millionen Delfine getötet und die lokale Delfinpopulation dezimiert. Wenige Tage später wird der Film im amerikanischen Fernsehen gezeigt. Die drei größten Thunfischanbieter in den USA, Starkist, Bumblebee und Chicken of the Sea, verpflichten sich förmlich, keinen Thunfisch mehr zu verarbeiten, bei dessen Fang Delfine getötet wurden. Sie erlauben dem Earth Island Institute, ihr Engagement durch ein internationales Überwachungsprogramm zu kontrollieren. Das ist der Anfang der Bewegung zugunsten einer nachhaltigen Fischerei. Ich war 20 Jahre lang als Leiter des Delfinschutzprojekts in Europa für das Earth Island Institute tätig. Die deutliche erkennbare Reduzierung des Delfinsterbens sowie die positive Reaktion der Fischindustrie haben mich veranlasst, ein Zertifizierungsprojekt ins Leben zu rufen, das alle potenziellen Auswirkungen von Fischerei und Aquakultur auf die Umwelt berücksichtigt und nachhaltige Aktivitäten fördert. Friend of the Sea ist eine Non-Profit-Nichtregierungsorganisation, die sich durch Zertifizierung und Förderung nachhaltiger Fisch- und Aquakulturprodukte für den Erhalt des Meereshabitats einsetzt. Es handelt sich um das einzige System, das mit einem Prüfzeichen Produkte aus Zucht und aus Fang zertifiziert. Friend of the Sea ist das derzeit wichtigste Zertifizierungssystem für nachhaltige Fischprodukte. Über 10 Millionen Tonnen Produkte aus dem Fischfang und 500.000 Tonnen Fischprodukte aus der Aquakultur wurden bisher geprüft. Mehr als 100 Unternehmen wenden sich weltweit an Friend of the Sea, um die Zertifizierung der geläufigsten Fischarten zu erhalten. Manor Supermärkte haben 33 Supermärkte in der Schweiz. In 33 Fischabteilungen realisieren wir 11% Marktanteile und sind darüber auch sehr stolz. Unser Credo vor allem ist, für die nachhaltige Fischerei suchen wir immer die bestmöglichen Lösungen. Spezialisiert haben wir auch auf kleine Boote, wo wir eigentlich größten Teil unserer Fische einkaufen. Wir haben Friend of the Sea ausgewählt als Partner, weil diese uns sehr professionell unterstützen können und wir eine sehr enge Zusammenarbeit dadurch auch erreichen. Die Einfachheit und Unkompliziertheit dieser Organisation unterstützt uns mit diesen schlanken Richtlinien. Generale Conserve ist Eigentümer der Marke S2Mar und für Thunfisch Marktführer in Italien. Wir sind für unser soziales Verantwortungsbewusstsein nach SA 8000 zertifiziert und setzen uns darüber hinaus stark in Sachen Energieeinsparung und ökologische Nachhaltigkeit ein. In unser Werk gelangen beispielsweise nur erwachsene Thunfische ab einer bestimmten Größe, damit die Biomasse nicht weiter abnimmt. Friend of the Sea teilt unsere Vision völlig und hat einen signifikanten Hintergrund. Insbesondere schätzen wir ihre vollkommene Unabhängigkeit und den pragmatisch-konstruktiven Ansatz. Wir sind sehr stolz darauf, dass mehr als 50% der Friend of the Sea Produkte aus traditionell betriebenen Flotten stammen. Gemäß den Empfehlungen der FAO wünschen wir uns, dass Friend of the Sea als ein effizientes Promotion-Instrument für die kleinen Fischerbetriebe in den Entwicklungsländern fungieren kann. Die Fang- und Aquakulturmethoden werden durch Inspektionen bewertet, die unabhängige Prüfer internationaler Zertifizierungsgesellschaften vor Ort vornehmen. Friend of the Sea arbeitet nach den Leitlinien der FAO für die Öko-Kennzeichnung der Produkte nachhaltiger Fischerei. Ihre Kriterien umfassen den Artikel 30 der FAO-Leitlinien. Denn als wesentliche Voraussetzung für die Zertifizierung wird verlangt, dass der Fisch nicht aus überfischten Beständen stammt. The Scottish Shellfish Marketing Group was
Die 1992 gegründete Scottish Shellfish Marketing Group ist ein Zusammenschluss von 14 schottischen Miesmuschel- und Austernerzeugern, die ihre Produkte nachdrücklicher präsentieren und ihren Marktanteil konsolidieren wollten. Inzwischen ist das Unternehmen beträchtlich gewachsen und heute die Nummer 1 für diese Produkte in England. Beliefert wird hauptsächlich der Binnenmarkt, aber auch der Lebensmittelexport verzeichnet Zuwächse. Wir haben uns für eine klare und unabhängige Zertifizierung der Nachhaltigkeit unserer Muschel- und Austernproduktion an Friend of the Sea gewandt. Vor allem die Aufzucht von Miesmuscheln im faserigen Sediment ist nachhaltig und umweltverträglich. Einige Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass Produktion und Aufzucht von Miesmuscheln in faserigem Sediment einen positiven Einfluss auf das Umfeld und das Ökosystem haben. Wir sind daher der Meinung, dass unser System einen konkreten Beitrag für die Umwelt leistet. Und das möchten wir den Verbrauchern auch mitteilen. Friend of the Sea ist das einzige internationale Zertifizierungsprogramm, das ein System der kontinuierlichen Überwachung der Produktkette entwickelt hat. Unsere Aufgabe beschränkt sich nicht auf und endet nicht mit der Zertifizierung. Nach der Zertifizierung der Produkte betrachtet sich Friend of the Sea als dem Verbraucher gegenüber moralisch in der Pflicht. Und deshalb werden die Prüfer vor Ort zu häufigen Nachkontrollen auch ohne Ankündigung bei den zertifizierten Erzeugern aufgefordert. So wird sichergestellt, dass die Produkte nur aus den zugelassenen Aquakulturen und Fischereiflotten stammen. Hauptziel ist die Vermittlung einer klaren Mitteilung an den Verbraucher, dass das Produkt aus nachhaltiger Erzeugung stammt. Für das Produkt selbst bedeutet das Mehrwert und für den Konsumenten Sensibilisierung und Entscheidungshilfe beim Kauf. Zurzeit wird sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Und das ist keine bloße Modeerscheinung. Der Industrie ist bewusst geworden, dass ein Business nur bestehen kann, wenn seine Zukunft gesichert ist. Und über die Lieferantenauswahl werden auch die Flotten immer stärker motiviert, auf nachhaltigen Fischfang zu setzen. Der englische Markt tendiert zum Kauf nachhaltiger zertifizierter Fischprodukte. Und wir möchten nachweisen, dass unsere Erzeugnisse diesbezüglich sämtliche Anforderungen erfüllen. Friend of the Sea ist inzwischen international anerkannt und daher sehr wichtig. Wir sind sehr stolz, in Großbritannien die Ersten zu sein. Wir haben sehr viele Rückmeldungen von den Kunden, die eine solche Unterstützung befürworten. Vor allem begrüßen es die Kunden, dass wir uns so einsetzen. Heute haben wir bereits 50% des Sortimentes auf Nachhaltigkeit umstellen können und arbeiten mit Schwergewicht daran. Also Woche für Woche werden eigentlich neue Produkte dazukommen, die zertifiziert sind. Die Beurteilung der Folgen des Fischfangs für die Umwelt ist nicht einfach. Aufgrund der komplexen Ökosysteme des Meeres ist es manchmal unmöglich, endgültige und von allen geteilte Schlussfolgerungen zu ziehen. Wissenschaftler und Umweltorganisationen selbst sind noch nicht einig darüber, wie nachhaltiges Fischen zu definieren ist. Dennoch ist es möglich und notwendig, zwischen destruktiven oder illegalen Fangmethoden einerseits und selektivem, umweltschonendem Fischfang andererseits zu unterscheiden. Friend of the Sea fördert die Flotten und die Erzeuger, die die Umwelt achten. Werden auch Sie Freund des Meeres und kaufen Sie nachhaltige Produkte mit dem Label Friend of the Sea. Friend of the Sea. Für Fischfang und Aquakultur im Einklang mit der Natur.